Oh. Ich hätte mir vielleicht auch das Fliegeding sie mitnehmen sollen. Ich hoffe mal, dass ich da nochmal hochkomme. Da war ich doch schon etwas verwirrt gerade. Machen wir uns jetzt erstmal das hier. Ist das ein bisschen einfacher. Vor allem ist es auch schön unbegrenzt. Können wir für immer hier rumfliegen. Noch eben gerade gar nicht aufgefallen, so wirklich. In dem Chaos. Okay, ich glaube, wir haben hier alles. Ich stelle mich nochmal hin und lasse dann nochmal Sparks suchen. Ja, wir haben hier alles. Sehr gut. Dann können wir jetzt noch das andere Zusatzlevel machen, beziehungsweise wir holen uns jetzt erstmal diese eine Kiste, die hier unten noch steht. So. Okay, hier liegt irgendwie noch was rum. Da gehen wir nochmal gerade auf die Suche. Ach, guck mal einer an. Okay, haben wir alles. Dann können wir hier vorne die Kanone benutzen, denn das ist eine gute Abkürzung. So. Dann ab ins nächste Bonuslevel. Ich nenne die einfach mal Bonuslevel, weil ist ja quasi so ein abgeschnittener Bereich. So. Ich glaube, ich sehe da ein Ei hinter dir. Aber es ist zu weit weg. Du musst den Umweg um all diese Rhinoxe machen, um es zu erreichen. Rhinoxe. Nicht Rhinoxe, sondern Rhinoxe. Und Hänsel heißt immer noch Handel. Okay. Ja, dann halt nicht. Achso, ich kann ja auch seine... Oder? Wie ist dich denn kaputt, Junge? Okay, das geht nicht. Ja, später. Jetzt nicht. Keine Lust auf den. Gab es hier eine versteckte Wand? Also so eine Wand, die man... Ach, guck mal. Guck mal an, was es hier gibt. Also eine Wand, die man durchbrechen kann. Weil wäre schon möglich, so wie die Wände hier aussehen. So, habe ich meinen Edelstein. Jetzt können wir hier endlich weitermachen. Das nehmen wir mal mit. Können wir eigentlich direkt schon benutzen. Nehmen wir direkt noch eine mit. Man weiß ja nie, ne? Okay, jetzt gibt es hier, glaube ich, zwei Wege.
Hier war ein versteckter Dings drin. Ja. Ein versteckter Nin. Oh, zwei sogar. Ich dachte, es wäre nur einer gewesen. Okay, er hat ihn getroffen. Oder auch nicht. Okay, da steht noch einer, das ist gut. Einer der Rakete. Oder es gab zwei Leute, die hier rumgelaufen sind. So, du schmeißt doch nicht, weil ich zu weit wegstehe. Ein schönes Lila hier. Den nehmen wir mit. Okay, das sieht gut aus. Hier war da noch... Ah ne, das war in dem anderen Level. Da gab es so ein Kringel. Okay, alles eingesammelt. Sam. Gut. Dann haben wir hier alles. Dann können wir das Level wieder verlassen. Und dann können wir jetzt den nächsten Boss besiegeln. Genau, das Ende war hier oben irgendwo. Sehr gut. Müsste jetzt so ein Fliegevieh sein, ne? Ich glaube, über den quatsche ich nochmal mit denen, aber die labern eh nur Müll. Ein Monster, um alle Monster auszulöschen. Jetzt reicht's. Ich habe genug. Ich werde ein Monster erschaffen, das ein Ende macht mit allen Monstern. Und ich werde es losschicken, dass es alle Drachen vernichtet, sogar die Kleinen. Ja, ja, es wird sie zertrümmern, sie zerquetschen und sie zerbersten. Oh ja, sie auslöschen, sie zerbrechen und sie zerschmettern und sie aufreißen. Aber wer wird sie das nicht umbringen? Das spielt keine Rolle, solange ich noch ihre Flügel einsammeln kann. Was? Die ganze Zeit über wolltest du nur ihre Flügel? Sicher doch, du unwissendes Mädchen. Ich brauche sie für einen Zauber, so dass ich ewig leben kann. Warte eine Sekunde, einen Zauber? Was hast du denn gedacht, was ich mit den ganzen Drachen vorhabe? Einen Zoo eröffnen? Du sagtest, es wäre genug, sie in unserer Welt zu haben. Von umbringen war nie die Rede. Ich muss sie nicht umbringen. Es hält sie lediglich davon ab, so viel rumzuzappeln. Du bist schrecklich. Warum habe ich nur je auf dich gehört? Dummes, unverschämtes Gör. Ich werde sie mir vornehmen, sobald ich mit dem Drachen fertig bin. Nun, wo war ich stehen geblieben? Ah, ja. Ich mag die Zauberin nicht. Die ist blöd. Das könnte, meine ich, das ist so ein Fliegeviech. Sie. Dies könnte unser letzter Kampf sein, Spyro. Die Zauberin plant, mit diesem Monster ihre Feinde bis aufs Letzte zu vernichten. Angefangen mit uns beiden. Aber ach, es ist keine Zeit für Grübeleien. Eine Schlacht wartet auf uns. Ich werde danach streben, dir zu helfen, indem ich dich ständig mit explosiven Geschossen versorge. Aha. Gut. Ich finde die Umgebung hier auch sehr cool. Oh, my God.
Das ist ja noch okay. Ich hab nur Schnee gerne genommen. Oh, okay. Das ist dann doch schon ein bisschen schwieriger. Hier kommt die Musik her. Oh. Oh, das ist dieses Feuerding, glaube ich. Nee, doch nicht. Macht gut Schaden. Das ist schön. Das war's schon? Okay. Ich hatte damals echt Probleme mit dem. James. Also, ich damals hatte ich super Probleme mit dem. Die Flucht. Hi Bianca, hast du noch mehr Essen? Ich sterbe vor Hunger. Dafür ist keine Zeit. Wir müssen die Zauberin aufhalten. Sie hat vor, alle Drachenjungen zu töten. Warte, wieso sollte ich dir glauben? Das könnte eine weitere Falle sein. Du steckst in einem Käfig, du Pelzkopf. Warum sollte ich dich dann überhaupt rauslassen? Ich weiß nicht. Ihr Zaubertypen könnt hinterlistig sein. Schau, ich hatte nie vor, den Drachen zu schaden. Komm jetzt, wir haben keine Zeit hierfür. Bianca mag ich auch nicht. So, dann sind wir jetzt in der letzten Welt. Mit der besten Musik. Spyro, ich weiß, dass du mir nicht vertraust, aber ich möchte dir helfen, die Zauberin aufzuhalten. Es gibt eine Möglichkeit, das versteckte Tor zu ihrem Versteck zu öffnen, aber wir brauchen einen starken Zauber dafür. Wenn du noch ein paar Dracheneier finden kannst, denke ich, dass mein Zauber stark genug sein wird, das Tor zu öffnen. Ich komme zu dir, wenn du genug Eier hast, okay? Ja, okay. So, dann holen wir hier erstmal alle Edelsteine. Wir müssen sowieso noch mal zurück, aber bevor wir zurückgehen, machen wir erstmal das Level von dem dummen Affen. Ich mag ja Affen total. Total gerne. So. Haben wir schon ein Ei. Saki. Die Musik hat angehalten, das fand ich nicht gut. Die ist so gut, die Musik, ne? Ich könnte auch super sehen, wie toll ich synchronisiert habe.